Hallo, mein Name ist Stefan Wolf, ich bin Produktmanager im Bereich Trading bei Comdirect. Ich möchte Ihnen in diesem Video zeigen, wie man unsere Komfortordertypen nutzt. Ich möchte Ihnen zeigen, wie man den Trading Stop, die OCO Order, One Cancels the Other, oder die Next Order bei Comdirect einstellen und setzen kann. Das sind Ordertypen, die normalerweise nur Trading-Profis vorbehalten sind, aber bei Comdirect können Sie die natürlich jederzeit nutzen. Vorher möchte ich Ihnen natürlich kurz erläutern, wie diese funktionieren und wofür man diese verwenden kann. Beginnen wir mit der Trailing Stop Order. Mit der Trailing Stop Order können Sie Verluste begrenzen oder Gewinne automatisch laufen lassen, ohne den Markt ständig im Auge zu behalten. Fällt ein Kurs beispielsweise auf ein von Ihnen vordefiniertes Niveau, werden die Wertpapiere automatisch verkauft. Steigen die Kurse hingegen, wird dieses Verlustniveau automatisch nachgezogen. Mit der Trailing Stop Order können Sie natürlich auch Wertpapiere kaufen. Hier wird das Kursniveau nach unten nachgezogen, sodass Sie günstig in den Markt einsteigen können. Ich zeige Ihnen nun, wie Sie eine Trailing Stop Order aufgeben. Dazu gehen Sie auf der Comdirect Website in den persönlichen Bereich, in die Rubrik Order und wählen dort die Auswahl Inlandsorder an. Hier haben Sie eine Eingabemaske, um Ihre Order-Details einzugeben, wie Kauf oder Verkauf, die WKN, Stückzahl und den Handelsplatz. Ich zeige Ihnen die Trailing Stop Order anhand eines Verkaufs, zum Beispiel der Daimler-Aktie. Hierzu geben Sie alle notwendigen Order-Details in die Ordermaske ein. Als erstes wählen Sie die Geschäftsart, hier den Verkauf. Dann geben Sie die Wertpapierkennnummer ein, die gewünschte Stückzahl und wählen einen Börsenplatz aus. Als nächstes geben Sie der Order einen initialen Stoppwert mit. Das ist das Absicherungsniveau zu Beginn des Orderlebens. Unter optionale Orderzusätze wählen Sie bitte in der Dropdown-Box die Auswahl Trailing Stop aus. Als nächstes geben Sie Ihren gewünschten Trading-Abstand ein. Dieser kann absolut sein in Euro oder relativ in Prozent. Ich gebe hier 5 Euro ein. Ich erkläre das Ihnen anhand dieses Beispiels. Wählen Sie beispielsweise einen Abstand von 5 Euro aus, so steigt der Trailing Stop im Falle eines steigenden Kurses proportional zum Anstieg des Kurses an. Fällt der Kurs danach wieder, verbleibt der Stop-Loss auf seinem zuletzt angepassten Niveau. Eine Anpassung des Stop-Losses erfolgt beim Trailing Stop also immer nur nach oben. Fällt der Kurs Ihres Assets auf das Niveau des Stop-Losses oder sogar darunter, wird Ihre Order zum nächstbesten Kurs ausgeführt. So wird ein höherer Verkaufspreis erzielt als bei statischen Stop-Losses. Kommen wir zur OCO-Order. OCO heißt One Cancels the Other und hier können zwei voneinander unabhängige Orders gleichzeitig aufgegeben werden. Sobald eine ausgeführt wird, wird die andere gestrichen, automatisch. Der Hauptanwendungsfall ist für Verkäufe gedacht. Nehmen wir an, Sie haben eine Position im Depot, die Sie entweder absichern möchten gegen Verluste oder für eine Gewinnmitnahme vorbereiten möchten. Normalerweise muss man sich für eine Strategie entscheiden. Bei der OCO-Order können Sie beide Strategien gleichzeitig fahren. Für die Absicherung geben Sie der Order einen Stop-Loss mit und für die Gewinnmitnahme ein Verkaufslimit. Ich zeige Ihnen das direkt einmal an einem Beispiel. Nehmen wir an, wir haben eine limitierte Verkaufsorder bei 48 Euro und einen Stop-Loss bei 40 Euro. Wird das obere Limit erreicht, wird das untere gelöscht und umgekehrt. Je nachdem, welches zuerst erreicht wird. Die OCO-Order finden Sie im persönlichen Bereich unter der Rubrik Order und dann hinter der Auswahl Kombinationsorder. Auf dem Reiter One Cancels the Other geben Sie erstmal wie gewohnt die Wertpapierkennnummer ein. Dann können Sie beispielsweise für zwei Verkäufe die Order-Details eingeben. Dann können Sie eine Order als Stop-Loss-Order zur Absicherung definieren. Und die andere als Verkauflimit für die Gewinnmitnahme. Noch als Tipp, auch im Comdirect Live Trading ist die Aufgabe von OCO-Orders möglich. Unter der Auswahl Kombinationsorder finden Sie auch den Reiter Next Order. Die Next Order ist ein Ordertyp, bei dem die Ausführung einer Basisorder direkt eine Folgeorder nach sich zieht. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel. Sie spekulieren darauf, dass eine Aktie im Kurs fällt und dann wieder steigt. Also setzen Sie beispielsweise eine limitierte Kauforder bei 44 Euro. Für den Fall, dass der Kurs jedoch nicht wie erhofft wieder ansteigt, sondern weiter fällt, wollen Sie sich sofort automatisch absichern. Hierfür können Sie als Next Order beispielsweise ein Stop-Loss-Limit bei 40 Euro aufgeben. Wäre die erste Order beispielsweise eine Kauforder, so würde die zweite Order, also die Folge- oder Next Order, ganz automatisch aktiv werden, sobald die erste Order ausgeführt ist.
Um eine Next Order aufzugeben, geben Sie bitte Ihre Order-Details für Ihre Basisorder auf der linken Seite ein und dann anschließend die Order-Details für die Next Order auf der rechten Seite. Ich wähle als Beispiel für meine Basisorder eine Order mit Kauflimit und zur Absicherung als Next Order eine Order mit Stop-Loss. Hierzu wähle ich unter den Order-Zusätzen die Auswahl Stop-Loss. Sie können Ihre Next Order natürlich auch beliebig anders definieren. Das ist ganz Ihnen überlassen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, schauen Sie doch gerne auf unsere Website oder wenden Sie sich an unsere Kundenbetreuung. Oder stellen Sie Ihre Fragen ganz einfach unten in den Kommentaren.